Warum spielt sie eigentlich allein? Und warum sind die außen vor? Das macht keinen Spaß. Wäre es nicht sinnvoll, etwas miteinander zu machen? Wäre das nicht schlau? Und wäre es nicht ein besseres Leben für alle? Doch die Welt ist anders. Warum eigentlich? Unser ganzes Leben basiert auf Ressourcen. Und dazu gehören nicht nur die Vielfalt der Natur, sondern auch soziale Freiräume in unseren Städten und Dörfern, Bildung und Wissenschaft und die digitale Welt. Und eigentlich sind alle diese Ressourcen auch ausreichend vorhanden, um jeden Menschen zu versorgen. Doch die Welt sieht anders aus. Denn die Natur wird eingezäunt, soziale Freiräume werden privatisiert, der Zugang zu Bildung wird zur Bezahlware und die digitale Freiheit verschwindet hinter Nutzungsmonopolen. Manche nennen es Rechte. Der Grund ist einfach. Wer eine Ressource verknappt, der schafft einen Mangel. Und wer einen Mangel schafft, kann eine Menge Geld damit verdienen. Das muss so sein, sagen zumindest die, die davon profitieren. Und auf den ersten Blick klingt das einleuchtend. Das Argument, wer die Ressourcen den Menschen überlässt, besiegelt ihre schonungslose Ausbeutung. Stellen Sie sich eine Dorfweide vor. Hier darf jeder Schäfer des Dorfes seine Schafe weiden lassen. Warum aber nur ein Schaf? Mit 10 Schafen lässt sich nun mal ein viel höherer Gewinn erzielen. Würde jeder Schäfer so handeln, wäre die Wiese in kurzer Zeit kahl gefressen. Die Dorfgemeinschaft verlöre ihre Existenzgrundlage. Klingt einleuchtend, oder nicht? Aber Menschen handeln anders. Sie reden miteinander. Sie geben sich Regeln. Sie übernehmen Verantwortung für das Gemeingut und sie sorgen dafür, dass es erhalten wird. Sie wissen, dass sie aufeinander angewiesen sind. Der Vorteil des einen ist auch der Vorteil des anderen. Das ist die Idee der Gemeingüter. Eine Ressource wird von einer Gemeinschaft genutzt, die sich ihre eigenen Regeln gibt. Und jeder Einzelne sorgt mit dafür, dass die Gemeingüter weiter wachsen. Für alle. Egal ob in der Natur, im Sozialen, in Bildung und Kultur oder im Internet. Eine Idee, die täglich auf der ganzen Welt gelebt wird und ohne die wir auch auf die großen Fragen der Zukunft wie Bildung, Gesundheit, Klimaschutz oder weltweite Nahrungssicherheit keine Antwort finden werden.